Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chillan, ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount Guide Video präsentieren. Und zwar geht es um ein schickes Schneckenmount, welches wir uns einmal hier in der Taralek-Höhle erspielen können. Dazu bin ich hier unten in Glimmergok. Das ist ein kleines Untergebiet und dort haben wir ein Schneckenrennen. Und dieses Schneckenrennen spielt jetzt hier nur am Rande eine Rolle bei dem Mount. Und zwar haben wir hier einen kleinen Trock. Und dieser Trock hat eine Rufleiste, die können wir insgesamt 5-mal ausfüllen. Jedes Mal ausfüllen benötigt 700 Ruf und der Typ hat jeden Tag eine Quest, um dementsprechend 100 Ruf zu bekommen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, also insgesamt 5 Wochen lang Dailies absolviert habt, dann könnt ihr dementsprechend euch direkt die Schnecke holen, größter Schleimer der Stadt, das machen wir jetzt mal hier an der Stelle, gibt es dann direkt das Mount. Ihr könnt aber noch auf eine andere Weise quasi hier den Ruf farmen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal drüber fahren, seht ihr, im All of Things wird das auch schon angezeigt, wir können ihm auch Schnecken zeigen. Und wie funktioniert das? Naja, ihr habt insgesamt 15 Schnecken, die ihr hier vorzeigen könnt. Und jede Schnecke, die ihr vorzeigt, bringt bei ihm 100 Ruf. Dazu braucht ihr einfach nur das jeweilige Pet, Battle Pet. Und jetzt können wir mal eins raussuchen, das erste Schnecki. Und das müsst ihr einfach nur auspacken. Vor ihm. Es muss auf 25 sein und dann habt ihr quasi hier einen Questdialog, könnt ihr abgeben, bringt auch 100 Ruf. Heißt, ihr könnt schon 2 Wochen, ein bisschen mehr als 2 Wochen hier schon mal wettmachen, einfach dadurch, dass ihr jede Schnecke einmal vorzeigt. Einige von denen könnt ihr mal kaufen, andere müsst ihr selber fangen. Müsst ihr halt gucken, ob ihr Lust habt, die alle quasi einzutüten. Ihr könnt hier einen Rufbonus von einem Menschen mitnehmen, ihr könnt auch den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff mitnehmen, also wenn der gerade ab ist und ihr einige Schnecken noch nicht vorgezeigt habt, dann macht es vielleicht mit dem Buff, spart ihr euch vielleicht den einen oder anderen Tag an Dailies. Die Dailies, die ihr hier machen müsst, sind eigentlich alle relativ simpel. Ihr müsst hier in dem Schneckenrennen eine Tour drehen mit so einem komischen Item, was ihr auch bekommt, eine Muschelpfeife, oder ihr müsst mit einer Schnecke ewig lahm in das Hauptlager hier nach Loam reisen oder irgendwelche Materialien besorgen. Also das ist alles relativ basic. Ist einfach nur eine Sache, dass man immer jeden Tag dran denkt, die Dailies zu machen. Und wenn man sich halt abkürzen will, kann man diese 15 Pets vorzeigen. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, aber ihr könnt das Video ja gerne stoppen und die unten jetzt hier eingeblendet im All of Things euch mal raussuchen. Gut, mehr was dann eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier noch das schicke Mount an. Und zwar switchen wir hier mal rüber. Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen weggehen, weil da kann man nicht aufmounten. Größter Schleimer der Stadt, da haben wir es. Das ist quasi jetzt so, ja, pinklich, würde ich sagen, oder? Das ist sogar relativ schnell für eine Schnecke. Hat es gedacht, dass das low ist. Okay, die sieht eigentlich ganz cool aus. Seht ihr, das ist so richtige Speed-Schnecke. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Mount-Special an. Natürlich, eine Schnecke muss ins Schneckenhaus gehen. Naja, ist nett. Und ist sogar tatsächlich schnell, ne? Ich hatte jetzt erwartet, dass es wieder so ewig lahm ist. Ist ein ganz cooles Mount und ja, viel Arbeit ist es, wie gesagt, nett. Man muss halt immer dran denken, dass man die Dailies einmal mitnimmt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir einmal durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.